Hallo Leute und damit willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101. Sehr ungewohnte Umgebung, ich weiß. Das werde ich gleich mal kurz erklären. Ich habe zwar eine andere Aufnahmemethode in OBS genommen. Habe mal statt Fensteraufnahme jetzt mal hier Spielaufnahme gemacht, weil irgendwie habe ich gerade den Eindruck, dass es ein bisschen flüssiger läuft. Also nicht, dass es vorher geleckt hätte, aber irgendwie, wenn ich mir das hier gerade mal so angucke, sieht es ein bisschen schöner aus. Naja, das sind wahrscheinlich Kleinigkeiten, die sowieso niemandem auffallen, aber ich bin ja da, wie ihr wisst, sehr perfektionistisch. Ja, ich stehe hier in Düstermoor rum, weil ich vorhin noch versucht hatte, mit zwei Leuten zusammen hier... Also erstmal sind wir zu Morgante hingegangen und dann sind wir hier zu Schand von Schand gegangen, weil ich eigentlich ein neues Amulett farmen wollte. Aber ihr seht schon, wir haben immer noch nur das Meisteramulett des Lebens. Denn leider habe ich nichts bekommen. Hat nicht funktioniert, das ist ein bisschen schade. Ich habe sogar versucht, bei Morgante hier die Truhe aufzumachen. Also diese Boss-Truhe. Da war aber auch nichts drin, leider. Deswegen müssen wir uns erstmal mit dem Meisteramulett des Lebens zufrieden geben. Naja. Ich kann die Chance nochmal die Tage nutzen und nochmal mit jemandem zusammen nochmal ein paar Amulette farmen vielleicht. Und eventuell habe ich ja da mehr Glück, aber jetzt im Moment bleibt es bei dem Meisteramulett des Lebens. Naja, so ist es eben. Stimmt, Luna habe ich abgelegt, weil die in dem Kampf gegen Schand ein bisschen deplatziert war. Wir können mal hier diesen Teleport-Ding wegmachen. Bumm. Ja, in der letzten Folge haben wir die Startquest von Mirage angenommen, jetzt mit englischer Synchro, nicht vergessen. Und dann können wir jetzt direkt mal hier zu Sander gehen und heute schon mal schauen, ob wir in die neue Welt eventuell schon mal reinschauen können. Das wird sich zeigen. Mein Deck habe ich kurz ein bisschen abgeändert, das wird jetzt wieder in den Originalzustand zurückversetzt. Alles klar, und dann geht's los, würde ich sagen. Hey Mate, fantastic work in Polaris. You handle that like a real pro. You're still new to the Arcanum, but you're already making waves. Since you stopped Spider's plan with the Sky Anchor, I've been wondering if that might have somehow soothed Bartleby's condition. If you can stop in and pay a visit to the old tree, that'd be a real boon to the whole team here. Have to keep tabs on these things, you know. Seeing as how you're such a recent graduate, we're thinking of you as our official envoy to Ravenwood. So there you go. Have a good trip. Alright, ab zu Rindenbart. Gehen zu Rindenbarts Stamm. Okay. Hoffentlich geht's dem Guten jetzt ein bisschen besser. Der war ja wirklich, ja, in einer nicht so guten Verfassung, als wir nach Polaris gestartet sind. Oh dear. Judging by his foliage, Bartleby's condition certainly hasn't improved. In fact, he appears to be worse. You should speak to him and find out how he's feeling. Ach du Schande. Oh ja, das sieht alles andere als gut aus. Die Blätter verlieren schon ihre Farbe und liegen hier überall verteilt. Rindenbart, was ist los mit dir? Gott, ey, der Arme. Oh, hello, Wizard. I know your name, but somehow it's escaping me right now. That happens more and more often these days. My trunk feels thick and dry. My branches droop and my leaves have lost their healthy glow. I feel poor in body, mind and spirit. What's happening to me? It seems like there's something I should remember, but it keeps escaping my memory. If I had my other eye, the eye of history. I think it would help, but I can't even remember what happened to it. Can you ask Merle Ambrose? Das finde ich jetzt aber cool, dass man darauf zurückgekommen ist, weil dass ihm das Auge der Geschichte fehlt, das wissen wir ja schon seit Beginn des Spiels. Und jetzt kommen wir tatsächlich darauf mal zurück. Ah ja, warte mal, wir können doch für Mirage den fliegenden Teppich mal benutzen. Der passt doch wie die Faust aufs Auge. Den gibt es ja auch für Feuer. Warte mal, gibt es den im Kronladen? Ich glaube schon. Diese Teppiche gibt es ja auch für jede Schule praktisch. Aber das kann ich mir selbstverständlich im Moment nicht kaufen. Ah ja, da sind die Teppiche für jede Schule erhältlich.
aber so viele Kronen habe ich nicht. Ah, ein bisschen was ist los in Wizard City, aber nicht so viel, aber es ist auch schon sehr, sehr spät nachts. Aber wenigstens ist es noch vor 0 Uhr, das will schon was heißen bei mir. Wo gehe ich denn hin? Merle Ambrose ist nicht im Kaufmannsviertel, sondern hier drin. Hallo, mein Lieber. Lang nicht gesehen. Ah, my favorite Ravenwood alumnus. I understand you've joined the Arcanum. I suspected you might wind up there. Talent such as yours. I wasn't able to say anything, of course. Everything with the Arcanum is always a secret. They prefer it that way. And it does seem wise. Wobei Merle sich auch sehr gut im Arcanum machen würde, oder? Also, der hat ja magisches Wissen noch und nöcher. The Arcanum's work is crucial, however, especially with the revelation that old Cobb is actually Grandfather Spider. Such disquieting news. Boah, stellt euch mal vor, man würde zusammen mit Merle Ambrose mal so einen Kampf machen. Also nicht gegeneinander, sondern als Team gegen zum Beispiel Großvater Spinne. Das wäre ja so cool. I won't pry into your affairs, but please don't be a stranger around here. After all, our younger students need mentors. Mentors like you. Das ist ja immer irgendwie so ein bisschen geil, wenn man mal die Schulleiter von so einer magischen Schule mal kämpfen sieht. Oder auch die Lehrer, also hier zum Beispiel Dalia Flammea oder sowas. Hat ja auch in Harry Potter damals gut funktioniert, sage ich mal so. Wenn man dann plötzlich Dumbledore gesehen hat, wie er da sich ein Duell mit Voldemort geliefert hat. Sowas ist schon immer schön anzusehen. But you're here about Bartleby, aren't you? His condition has grown worse, isn't it? I just can't fathom why this is happening. Oh, he mentioned the Eye of History. Yes, he has been rather nostalgic lately. Oh, but perhaps the Eye could help restore his health too. Of course, we both know that it was Malastare who stole Bartleby's Eye, but we never learnt what he did with it, did we? Oh, an oversight to be sure. I suggest you go to the Death School and see Dworgin. Ask if he has any idea where Malastare would have hidden it. Ich bin aber ein sehr großer Fan von dem Bild, was Merle hier hinten hängen hat. Schön animiert. Das sieht schon wirklich sehr, sehr cool aus. Ach, das Auge der Geschichte. Wäre schon schön, Rindenbart mit beiden Augen zu sehen. Das haben wir noch nie gehabt. Das Auge hat er ja schon vor Beginn des Spiels praktisch verloren. Aber was ist damit passiert? Ja, das ist jetzt die große Frage. Mal gucken, ob Dworgin uns helfen kann. Und Level Up haben wir auch gleich schon wieder. Das geht wirklich schnell. Why, hello there, Wizard. I'm so glad you decided to pay me a visit. I often use you as an example to inspire my younger students. You're looking for the Eye of History? Oh, I had hoped we'd finally put Malastare to rest, but his story always seems to come back up again. No clues here at the school, but you might try Malastare's house in Dark Cave. I don't think anyone's been in there since, well, a long time. One thing to know. After Sylvia's death, I think he did some remodeling. So, who knows what you might find in there. But, yeah. Good luck! War die Schrift hier an dieser Tafel eigentlich schon immer so hochauflösend? Nee, ne? Das muss auch mit dem Redesign von Wizard City gekommen sein. Ich habe da aber immer nicht so drauf geachtet. Ach, die dunkle Höhle. Meine Güte, das ist ja auch schon ewig her. Die hat man ja hier durch die Feuerkatzenallee oder durch den Zyklopenweg erreicht. Ja, dann kommen wir vielleicht in dieser Folge doch noch nicht nach Mirage, sondern erstmal hier, naja, ein bisschen in Wizard City herum. Ach ja. Und da werde ich auf Discord angeschrieben. Es ist immer dasselbe, ne? Ich kann 2 Stunden lang oder so irgendwas machen und niemand schreibt mich an und kaum starte ich die Folge oder nehme gerade auf,
plötzlich trudeln hier 5 Milliarden Nachrichten rein auf WhatsApp und Discord. Selbst wenn es um 3 Uhr nachts ist. Naja. Boah. Die Feuerkatzenallee, das einzige Gebiet in Wizard 101, wo tatsächlich ein paar FPS-Probleme auftreten. Weil hier halt sehr viel Blumen auch ist. Boom. Oh, schön. Die dunkle Höhle habe ich, glaube ich, noch nie so wirklich mir mal angeguckt, nachdem die umdesignt wurde. Aber die sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Boah, ich muss gerade an die alten Folgen zurückdenken. Da habe ich noch in einer völlig anderen Stadt gewohnt. Meine Güte, das ist ja heftig. Ui, und da hinten ist Melisters Haus. Das zeichnet sich ja schon von außen ab. Schön, schön. Dann mal rein da. Memories of tragedy and triumph wash over you as you enter the home of your former nemesis. Portraits and keepsakes remind you that this was not just Malastare's house, but Sylvia Drake's as well. Mhm. You feel an eerie sense of foreboding when you look at the door at the back of the hall. It's probably worth investigating. Gucken wir uns das erstmal an hier. hab ein bisschen Husten irgendwie in den letzten Tagen. So, ui, ist aber ein schönes Bild. Boah, ich muss mal kurz, Moment mal, Leute. So, jetzt geht's wieder, musst du erstmal kurz was trinken. Ja, vor der großen Schlucht haben sie mal ein bisschen posiert hier. Wobei das eher wie ein Gemälde aussieht. Ach, egal. Das ist fast schon wie so ein Altar, den er hier für Sylvia aufgebaut hat. Also irgendwo kann Melisthea einem ja schon leid tun, ne? Naja. Es ist, wie es ist. Und dann haben wir hier trotzdem noch einen Haufen Bilder von Düstermoor. Die anderen Türen können wir aber nicht rein. Und das Banner des Hauses Drake, oder der Familie Drake, besser gesagt. Da gab es auch so eine Story bei dem 5-Boxen-Event, wo man das nochmal ein bisschen näher beleuchtet hat. Aber ich glaube, bis dahin sind wir nicht gekommen, als das das letzte Mal da war. Wir haben das 5-Boxen-Event ja auch schon mal gemacht. Ungefähr so Folge 100 rum war das. Aber da haben wir das ja bloß bis zu einer bestimmten Welt gemacht. Und da war das, glaube ich, noch nicht dabei. The back halls of the home have been transformed into a sanctum of undeath. They now smell of corpse candles and a deep, frustrated emptiness. It was into these chambers that Malastare came after Sylvia's death, first in mourning and later in madness. A dark spirit, appointed by the master necromancer to protect his work, still maintains its vigil. You must defeat it to proceed. Okay, ein Spektralwächter. Ist nur ein einfacher Gegner und ist auch Eis, also können wir da unser Straßendecken benutzen. Ja, was mache ich eigentlich mit dem fiebrigen Arcanum-Kartenspiel? Ich würde das mal für das Boss-Kartenspiel verwenden. Kann ich das? Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Dann benennen wir das mal um hier. Da wird jetzt das fiebrige Arcanum-Kartenspiel zum neuen Boss-Kartenspiel. Und das alte Boss-Kartenspiel wird mal wieder zurück umbenannt. Sehr schön, haben wir jetzt nämlich da auch ganz gute Werte drauf. Los geht's, würde ich sagen. Der Spektralwächter. Der erste Kampf. Naja, nicht in Mirage, aber von dem neuen, von der neuen Welt, so ungefähr. Mal schauen, ob die Gegner jetzt ab Mirage auch so ein bisschen mal anfangen hier, oh, interessant, auch so ein bisschen mal anfangen hier kritisch anzugreifen.
Das würde mich auch mal interessieren. Ach komm, benutzen wir direkt den Feuerdrache, weil so viel hält der eh nicht aus. Yep, da ist er auch schon tot. With the Spectral Guardian defeated, you can now explore deeper into Malastare's sanctum. Across the room, you see Malastare's desk. Here he sat, feverishly searching old tomes for a way to bring Sylvia back. On the desk, open to the page where Malastare left it, lies aber irgendwie auch ein bisschen. You should read it. Also. Ein bisschen, also dafür, dass er hier gewohnt hat, schon ein bisschen sehr steril eingerichtet, oder? Ein paar Regale an der Wand und das war's. Naja, gut. Stellen wir es mal nicht in Frage. Es ist Malastare. As you begin reading the journal, you can almost hear a Malastare's voice. Oh. My efforts to resurrect Sylvia have met no success. But I've heard of a mysterious group of scholars called the Cabal. They may know a way. This Cabal lives up to its reputation. They communicate through a masked agent who goes only by the initials G and D. Nervous as it makes me to deal with this Cabal, they claim to have the answers I seek. What choice do I have? I meet them tonight. In exchange for information, the Cabal demands I give them the Eye of History. They plan to take it to the world of Mirage. I know not why. I am conflicted. I fear what the Cabal's intentions in Mirage may be. But I've come too far to turn back now. Ja, da sieht man es auch nochmal schön. Also Malastare war ja von Grund auf nicht unbedingt böse, so, ne? Er hätte ja auch... Also er hatte ja auch Sorge, dass, die irgendwas Böses mit der Spirale vorhaben, aber er hat halt einfach... Seine Liebe für Sylvia war dann doch zu stark. I made the exchange. The secret to resurrecting Sylvia lies within an ancient tome known as the Crocronomicon. To Crocotopia I go. You close the journal and place it in your backpack. Headmaster Ambrose needs to see this. So it's you, the headmaster's little pet. Been a long time, but I always knew we'd cross paths again. You've grown in power. I have too. My associates now make Ambrose look like a hedge wizard. Perhaps you've heard of the Cabal? They have agents everywhere, even Wizard City. After this, I'll be a full-fledged member. See, they detected an intruder here and sent me. That journal's not going anywhere. Neither are you. Ja, kennt ihr Dorian Trübsee noch? Den haben wir ganz am Anfang im Spiel getroffen. In der Tritonenstraße war das. Und jetzt stellt er sich uns in den Weg. Find's cool, dass man hier so viele alte Sachen nochmal aufgreift. Und der Gute hat auch Regeln. Täuschen kann man aber machen. Finde ich aber schon cool. Ja, machen wir noch ein Täuschen und dann können wir, sobald wir einen Schattenpip haben, auch schon angreifen. Oder wir greifen so an, das können wir auch machen. Der hält ja nicht so viel aus. Ja, Düstermoor ist auch gelaufen, ne? Also der hat hier schön die Rüstung von Malastare und auch den Stab von Malastare. Hust, naja. Hat er seinen alten Meister wohl ein bisschen beklaut? Hä, was ist denn das hier? Warum ist denn die Schattenfalle hier noch drin? Achso, ja, ne, stimmt. Weil wir ja das Deck gewechselt haben, sind diese ganzen zusätzlichen Zauber jetzt nicht mehr aus dem Deck rausgenommen. Also die ich eigentlich rausgenommen habe. Muss ich mal nach dem Kampf gleich noch machen. Plus 70, plus 80 und tschüss. Oh,
think you won here? You have no idea. You crossed the Cabal. Oh yeah, you'll hear from us again. Natürlich. Gut, dann mal ab ins Deck. Ja, Moment. Das muss einmal weg. Ja, die Feuerklinge muss auch einmal weg. Die Schattenfalle auch. Und noch hier der ultimative Ausbruch. Na, wobei, die Feuerklinge können wir eigentlich auch nochmal drin behalten. Gut. Hätten wir das geklärt, gehen wir nochmal zu Merle zurück, überbringen ihm die Nachricht, holen unser Level ab. Und dann war es das schon für heute wieder. Ach, schade. Doch nicht nach Mirage gekommen. Wird aber bestimmt morgen passieren. Da bin ich überzeugt. Oh, Malastare's Journal. I shudder to think what insanity is expressed within these pages. Nonetheless, I will have to read it. Any clues regarding the Eye of History? The Cabal? I'm not familiar, but they sound dangerous. A shame Duncan has taken up with them. So the Cabal took the Eye to Mirage? That is very troubling. Probably no coincidence that Mirage is one of the worlds Spider mentioned. You should consult with your friends at the Arcanum. Perhaps they've heard of this Cabal. And of course, you should visit Mirage too. Before you go, however, see your friend Mallory near the Life School. She's very talented, but she seems unhappy. Perhaps you can cheer her up. Tada! Level 114. Sehr, sehr schön. Und mit Mallory werden wir dann in der nächsten Folge reden. Und vielleicht geht's ja dann nach Mirage. Das werden wir sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut! Thank you.